Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Sims 4 Rags to Riches Mega Challenge. Ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, es sind alle im Bett. Bitte. Wundervoll. Schüssel füllen. Ups, was? Duschen. Oh, das bedeutet wohl, er muss heute nicht in. Ah, das heißt, wir haben wieder Gnome. Er muss heute nicht in die Schule, wenn ich mich nicht täusche. Dakota, was hast du? Okay, wir testen das jetzt. Dakota scheint nämlich krank zu sein. Alle gießen, alle ernten, verwenden. Ah, okay, weil Dekoration. Und wir lassen sie ein Festmahl kochen. Ich glaube, sie muss erst am Abend zum Essen. Eigentlich könnte ich das hier nehmen. Aber ich weiß nicht, was das für ein Fisch ist und ob ich den nicht noch brauche. Und darum lassen wir sie Frühstück kochen. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ah. Hast du die jetzt aufgeweckt? Okay, Glück gehabt, Kleine. Schlagen. Plauder mit ihm ein bisschen, umarm's ein bisschen und los. Und ich lasse es nebenbei weiterlaufen. Emma. Emma bleibt stehen. Okay. Sieht so aus, als gäbe es im Moment nichts mehr zu ernten. Und es sieht aus, als würde es Dakota wieder gut gehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Privatsphäre gestört, weil Ito reingelaufen ist. Jo, das ist nicht so cool. Auf jeden Fall. Irgendwie kommt es mir heute so dunkel vor. Lassen wir sie mal kochen und dann gibt's das Festmahl. Und er wünscht das Geschenk. Ich weiß, warum die Empathie. Aber ist mir egal. Das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar. Aber du kannst das hier dabei machen. Bis sie fertig mit Kochen ist. Und sie plaudert dabei. So eine Fähigkeit hast du jetzt eigentlich gerade gelernt. Kannst du zum Festmahl rufen? Ey, du hast da ein vollkommen gutes Essen stehen. So. Oh Gott, sie läuft in die. Oh Mann. Ach, weil sie auf den Stühlen noch nicht sitzen kann. So. Was hast du jetzt? Wütend. Wegen Aufmerksamkeit? Nee, wegen Spaß. Beißen. Nee, plauder mit ihm lieber ein bisschen. Über Prinzessin reden. Über Lieblingstier reden. Und dann lass mich hier spielen. Und du, meine Liebe, hast eine Aufgabe. Und zwar musst du Spiele spielen. Soweit ich mich erinnere.
Yay, nein, Markus ist gerade echt ungünstig. So. Ich glaube, an sich wird heute jetzt nicht so viel passieren. Glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil. Ach, danke, Ito. Du bist so ein Schatz. Habt ihr das gesehen? Er hat den Teller. Nein. Aber du kannst keinen Service. Okay, warte. Du engagierst bitte erst einen Service, dann gehst du rauf und spielst da oben weiter. Und wenn wir dabei sind, kannst du gleich noch für später einen. Service engagieren. Und zwar ein Kindersitter. Oh, okay, unser Computer scheint wieder zu funktionieren. Emma hat Hunger, alles repariert. Hier hingehen bitte. Konzentrierte Arbeit anschauen. Aktivieren. Ansehen. Da war doch noch irgendwas. Aktivieren. Sehr konzentriert. Wow. Okay. Sie muss heute nicht zur Arbeit, aber ich will sie zur Arbeit schicken, weil ich die Hoffnung habe, dass sie dann aufsteigt. Vor allem ist sie gerade super. Ich will sie hier gerade nicht rauslassen. Zur Arbeit gehen. Okay, jetzt darfst du raus. Nein, sie soll zur Arbeit gehen. Okay, wir haben jemanden da, der aufpasst. Er kocht schon wieder. Sehr schön. Oh. Ito macht seine Hausaufgaben, da will ich nicht dazwischen funken. Unsere Kleine hat Hunger. Ein Gericht nehmen. Oh, warte, 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 warte. Warte, fleißig arbeiten. Und Ito, wenn du die Hausaufgaben erledigt hast. Geben wir ihm Spielzeug. Die Hausaufgaben hast du ganz toll gemacht, Ito. Der Kindersitter lobt Ito, weil er die Hausaufgaben gemacht hat. Und Arizona hat Kommunikation 5 5. Das ist, glaube ich, ihre erste vollendete Fähigkeit. Wie war das hier at 5? Noch nicht ganz. Aber fast. Umarmen. Also die Leckerchen werden wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall mehr noch holen. Bürsten. So. Und du kannst auch ein Gericht nehmen. Kreativität ist ja auch fast oben. Was ist das? Das ist so süß. Okay, wir lassen das Ganze mal. Reste nehmen. Warum bist du wütend? Weil du müde bist. Okay, das hast du, glaube ich, ins. Okay. Hey Brand!
Edo, wenn du fertig bist mit Essen, würde ich dich bitten, dass du ebenfalls schlafen gehst. Und wenn du von der Arbeit zurück bist. Oh, sie ist gelangweilt. Aber ihr geht's erstaunlich gut. Oh, wie Brand auf die Kleine aufpasst. Brand ist so ein guter Freund. Der kommt einfach vorbei und passt auf die Kinder auf. Ich weiß, ich habe einen Kindersitter da, aber. Habe ich dir nicht eigentlich gesagt, du sollst ins Bett gehen? Ich denke, er geht gleich. Hoffe ich. Plauder nicht mit ihm, geh schlafen. Okay, sie ist nach Hause gekommen. Okay, sie ist nicht aufgestiegen, aber sie hat tolle Arbeit geleistet. Dann hoffe ich, dass sie morgen aufsteht, aufsteigt. Das heißt aber, wir schicken sie jetzt schlafen. Nein, wir schicken sie jetzt nicht schlafen. Wo ist Axel? Wir bitten ihn zu gehen. Dann schicken wir sie schlafen. Und dann schicken wir ihn hier schlafen. Okay, jetzt funktioniert das zumindest wieder. Dankeschön. Okay. Hey, läuft doch gut heute. Brand geht auch wieder. Erntefest ist vorbei. Es war ziemlich gut. Es war erfolgreich. Ich bin glücklich. Herbstpflanzen? Oh. Schüssel leeren. Inventar, Inventar. Inventar. Die packen wir auch ins Inventar. Die werden wir nämlich jetzt dann brauchen. Hoffe ich zumindest. Schüssel füllen. Du isst etwas. Dann gehst du kurz duschen und dann schläfst du bitte. Obwohl, nee, dann lassen wir sie kurz Computer spielen. Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir Level 10 sein am Ende der Karriere. Okay. Okay, das ist einfach nur ein Bild. Er macht Experimente. Ihm geht's gut. Aber wenn er es selber macht, dann geht er hoffentlich zur Schule. Sie ist traurig. Guck mal, Emerald. Es wird schon werden. Kannst du bitte die Kleine baden? Die würde sich sehr, sehr darüber freuen. Und dann kannst du hier backen. Nein, ich will nicht, dass du backst. Reste nehmen. Hier das säubern. Dann ein bisschen weiterspielen. Und dann lassen wir. Nee, dann lassen wir dich erst noch ein bisschen tanzen, damit du hoffentlich. Kannst du bitte tanzen? Tanzen. Habe ich das gerade nicht gesehen, oder? Du hast die Kleine nicht gebadet. Schaumbad baden. Würdest du sie bitte baden? Und du sei bitte fleißig. Und sie hat Hunger. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ich habe ihr doch schon was zu essen gegeben. Du, meine Liebe, kommst hier hingehen. Stopp. Langsam. Ich lasse sie jetzt schlafen. 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 Wie lange hast du noch? 3 Stunden. Okay, das könnte klappen. Eventuell.
Alle Tierschüsseln füllen. Aufräumen. Emerald muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Wie sieht es bei dir jetzt aus? Okay, so. Ausschalten. Würdest du das... Okay. Geh einfach schlafen. Und du rufst bitte, bitte schnell noch den Kinderservice an. Kindersitter-Service. Stopp. Okay, es kommt jemand. Ja. Unsere Kleine geht schlafen. Du bist bitte fleißig und... Okay. Aufräumen. Aufräumen. Nein, Don, wir haben gerade Krieg, falls du dich nicht erinnerst. Emma, was hast du? Was ist los? Eigentlich solltest du nicht krank sein. Du reparierst das bitte, wenn du heimkommst. Hey, Axel. Und dann kannst du schlafen gehen. Und dann haben wir dieses Mal eine... Nein! Emma ist weggelaufen. Emma, lauf doch nicht weg. Emma, lauf nicht weg. Nein, Emma. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen, Emma. Ich glaube, dadurch war ich jetzt schuld, weil ich nicht mit ihr spazieren gegangen bin, aber... Super, jetzt ist sie tot, ist deprimiert auf Arbeit. Ito, du stinkst. Geh bitte duschen. Wenn du duschen warst, kannst du hier runtergehen, verwenden. Und dann kannst du hier... Ja! Sehr... Wir haben einen Top-Secret-Computer bekommen! Das heißt, wir haben noch einen Computer. Sehr cool. Meine Welt ist gerade... Oh Gott. Okay, das ist, glaube ich, jetzt die Stufe 9. Genau. Oh Gott. Sie muss in 16 Stunden arbeiten. Das heißt, wir können die Sachen so schnell kriege ich die nicht hoch. Aber wir werden nächstes Mal, ich mache mir das jetzt rein, damit ich mir das merken kann. Und zwar machen wir nächstes Mal, kümmern wir uns, bevor wir hier weitermachen, kümmern wir uns um Wissen. Das hier, dass wir die App programmieren oder das Videospiel. Ne, App haben wir. Damit wir das hier abschließen können. Darum kümmern wir uns nächstes Mal. Und dann.
Was machen wir noch? Oh Gott. Ich will den Computer kurz angucken. Spaß 9. Zuverlässigkeit ist relativ hoch. Mittlerweile 3 von dem. Ja, gut. Er ist auch noch konzentriertes Dekor. Ich würde sagen, wir platzieren den im Inventar und platzieren den da. Und ja, wir beenden die Folge hier. Ist heute recht kurz und es ist was passiert. Emma ist weggelaufen. Uncool, aber da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Wir werden uns nächstes Mal darum noch kümmern. Und ich denke, wenn wir das abgeschlossen. Haben wir bei ihm schon was abgeschlossen? Ich glaube, wir haben bei ihm schon was abgeschlossen, oder? Nee, haben wir nicht. Oh. Ich muss gucken, wie die Regeln sind mit dem Älterwerden lassen, weil das weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich den überhaupt schon älter werden lassen kann. Weil ich. Ja, nächste Folge wahrscheinlich noch nicht. Übernächste Folge wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Lassen wir Ito dann zum Teenager werden, beziehungsweise wir machen das hier fertig, damit er zum Teenager werden kann. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Okay, nein, aber das war's. Und ja. Ich bemühe mich darum, dass wir Emma zurückbekommen. Und dass wir aufsteigen und dass wir ein Bild von Dakota und Emma malen und dass Ito zum Teenager wird und wir da ebenfalls ein Bild malen. Aber wie gesagt, das Teenager wird wahrscheinlich erst in der übernächsten Folge, vielleicht auch die Folge nach der übernächsten Folge, also die übernächste Folge. Je nachdem, was ich für Anforderungen schaffen muss. Eine kleine Info, bevor ich mich endgültig verabschiede. Im letzten Video findet ihr noch die Abstimmung zu der Sache mit dem Umziehen vor dem großen Ereignis, nach dem großen Ereignis? Und auf Twitter findet ihr die Umfrage ebenfalls. Da könnt ihr jeweils mitmachen. Und wenn ihr noch ein drittes Mal mitmachen wollt, dann könnt ihr auch noch in dem Video, ich glaube in Folge 36 oder so mitmachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge habe ich es aber nochmal gesagt. Bin gerade sehr verwirrend, es tut mir leid. Jetzt verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte teilweise Spaß und jetzt bin ich ein bisschen deprimiert, weil Emma weggelaufen ist. Macht es gut. Bis dann. Ciao.